Auftakt für die Straubing Tigers in der neuen DL-Saison. Es geht gegen die Krefeld Pinguine. Straubing ja in der Vorsaison, in der ersten Playoff-Runde. Brandon Reed und die Krefeld Pinguine, die verpassten die Playoffs zum vierten Mal in Folge. Eine Frage bei den Krefeld Pinguinen: Wer ersetzt den abgewanderten Torschützenkönig der Vorsaison, Jakob Berglund? 32 Tore. Und die Pinguine in den gelben Trikots, die konnten relativ schnell eine Antwort liefern. Daniel Pieter. Nach dem ersten Bulli mit dem weiten Pass, dann Costello gegen Zetkov, der Fehler von Zetkov und das 1:0 für die Krefeld-Pinguine durch Neuzugang Grant Bessie. Ein Torjäger in der ECHL und jetzt macht er auch sein erstes DL-Tor. Pieter leitet ein und dann ist es natürlich hinter dem Tor eine Unaufmerksamkeit, ein Fehler von Jeff Zetkov. Und die Pinguine nach 16 Sekunden mit dem Führungstreffer natürlich gar nicht nach dem Geschmack von Tom Pokel, dem Trainer der Straubing Tigers. Die kamen dann aber ein bisschen besser rein im ersten Drittel. Sandro Schönberger auf Travis Turnbull. 1:1, der Ausgleich in der sechsten Minute. Travis Turnbull, gekommen von den Iserlohn Roosters, war da zuletzt richtig unglücklich. Hat sich viel vorgenommen für die neue Saison, viel angekündigt auch und lässt nach den Worten auch Taten sprechen. Jussi Rynes, der neue Torwart der Krefeld-Pinguine, der Finne, ja, dem war die Sicht verdeckt. Sah ein bisschen unglücklich aus. Zweites Drittel, Überzahl für die Krefeld-Pinguine. Da ist Grant Bessie und Pieter mit dem 2:1. Toller Pass von Bessie, dem Torschützen, zum 1:0. Auf Pieter, scharf durch den Slot hindurch und Zetkov kommt da nicht rüber. Auf der anderen Seite Überzahl für die Straubing Tigers. Daschner, da ist Hospelt mit dem Schläger dazwischen. Laurin Braun gegen zwei Straubinger und Kai Hospelt mit dem 3:1. Ein Shorthander. 48 Sekunden zwischen 2:1 und 3:1. Gute Arbeit von Hospelt und Braun. Beide neu in Krefeld. Braun aus Ingolstadt gekommen, Hospelt aus Köln. Die Tigers verteidigen das nicht gut mit 2 auf Braun. Ja, und dann wurden die Tigers mal ordentlich durchgewuschelt innerhalb von 48 Sekunden, diese beiden Tore. Immer wieder Nebel auf dem Eis. Sie haben in Straubing nach Umbauarbeiten Probleme mit der Kühlanlage. Die Partie immer wieder unterbrochen. In der Schlussphase die Straubing Tigers noch einmal offensiv mit Lagernier. 10 Minuten vor Schluss der Anschlusstreffer, das 2:3. Antoine Lagernier auf Zuspiel von Stefan Daschner. Die Krefeld-Pinguine taten wenig nach vorne, verwalteten nur noch die letzten Sekunden. Bulli gewinnen, Straubing und dann wieder Lagernier. Tatsächlich 22 Sekunden vor Schluss der Ausgleichstreffer, das 3:3. Vom Bulli weg, Turnbull gewinnt, das Lagernier leitet ein, Eriksson kommt mit dazu und dann Hurt mit der Arbeit vor dem Tor, auch Neuzugang Berlissi mit der Arbeit vor dem Tor und Lagernier staubt ab. Das Ganze ohne Mike Connolly, der in der Schlussphase der regulären Spielzeit wegen eines Checks gegen Kopf und Nacken mit 2+10 draußen saß. Aber der kam dann zur Verlängerung zurück, Mike Connolly. Kandari, eigentlich gutes Spiel, verliert die Scheibe. Da ist Connolly. Connolly auf Williams. Das kennt man doch. Das kennt man doch aus den letzten Jahren und das funktioniert auch in diesem Spiel. Siegtor in der Verlängerung durch den Topscorer der Vorsaison, durch Jeremy Williams, nach Zuspiel seines kongenialen Partners Mike Connolly. Die Tigers fighten sich zurück und Jeremy Williams freut sich über den ersten Saisonsieg. It's great. A little dangerous out there, the fog all over the ice, but the atmosphere was great. We don't have quit on this team. We know we can come back from deficits like we did last year. Ja, ich denke, die ersten 10 Minuten waren okay, dann schießen die den Anschlusstreffer und dann sind wir ein bisschen zu passiv geworden. Ist natürlich ärgerlich, dann noch 6 gegen 4 am Schluss, aber da kann immer ein Gegentor passieren. Hospelt sprach über die letzten 10 Minuten des dritten Drittels. Da wurden die Pinguine tatsächlich zu passiv, zu defensiv. Davor macht sie ein gutes Spiel, führt mit 3:1. Aber dann treten die Straubing Tigers auf und Jeremy Williams und seine Mannschaft dürfen sich über den ersten Saisonsieg freuen. Alle Spiele der Deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.